Herzlich willkommen zum FOBA Talk, der Podcast der Volksbank La. Menschen, Emotionen und viele spannende Themen. Wir sprechen über Motivation und Inspiration. Ganz einfach gesagt, über das, was euch interessiert. Wir haben Lust auf Zukunft und wollen sie mit euch gestalten. Viel Spaß dabei. Hashtag FOBA-Talk, die Bank zum Nachhören. Heute Ausgabe 32. Die Volksbank La stellt unter anderem auch heute großartige Menschen vor, die einen Teil des Lebens mit der Volksbank La zusammengehen. Heute die großartige Brigitta Schremp. Hallo Brigitta. Hallo Markus. Ich kenne viele Andreas, ich kenne Alfonses, ich kenne Stefans. Du bist wirklich die einzige Brigitta. Ja, weil kann mein zweiter Name Maria ist und mein Vater darauf geachtet hat, dass ich das reimt. Brigitta Maria. Brigitta Maria. Okay, deswegen ist Brigitta tatsächlich auch ein USP, kann man so sagen. Ja, und sich auch noch diese Heilige von Oberschopfheim. Die Heilige von Oberschopfheim, ja, habe ich notiert. Wir werden über die Heilige Brigitta von Oberschopfheim sprechen. Die war bislang komplett unbekannt. Wir werden auch dein Lebensgeheimnis für langanhaltende Fröhlichkeit werden wir erforschen. Mhm. Und du bist ein fröhlicher Mensch. Ja, ich bin ein fröhlicher Mensch. Ja. Einmal rundum gelächelt, man sieht das an. Und trotz der Verkehrssituation momentan in La behältst du deine gute Laune. Ja, wie das doch funktioniert ohne Globuli, das erfahren wir auch in diesem Podcast. Ja, gut. Vielleicht erstmal die Zeit zurückdrehen, ohne das genaue Alter zu nennen. Als die Brigitta ganz klein war, was lag denn da im Kinderzimmer rum? Waren das jetzt eher Puppen oder war das dann doch schon eher hier technische Sache? Es war eigentlich 50-50, es war eine technische Sache von meinen beiden Brüdern, die Eisenbahn oder die Krananlage, die hat mich immer fasziniert. Da habe ich immer meine Puppen dann hochgedreht. So, das war ja noch diese mit Drehmechanismus. Ja, da habe ich immer die Puppen Puppe angebunden und hochgezogen. Genau, und habe sie hochgezogen. Und wann hast du dann für dich entschieden, dass es bei dir dann doch eher in die technische Richtung gehen sollte? Oder gab es dann irgendwie in den frühen Entwicklungsjahren der Brigitta auch mal so einen Punkt, wo sagt mal Gott so, Tierärztin oder sowas? Oder Nee. Eigentlich komme ich aus dem Personalsektor. Ich war dann im Personalmanagement tätig und bin vom Personalmanagement nachher in die Organisation gerutscht und von der Organisation in die IT. Das gab ja damals nicht so die typische IT-Abteilung. Es gab es einfach, da war die Organisation da und da hieß es dann, das sind 24 Mitarbeiter beschäftigt, guck mal, das müssen wir auf 20 runterkriegen. Also noch habe ich halt die IT eingeschaltet und so bin ich dann eigentlich zu IT gekommen. Das war der Einstieg in die IT, der Einstieg ins Berufsleben noch ein bisschen weiter vorher? Weiter vorne war einfach, das war ganz pragmatisch, da gab es ja nicht die Berufsberatung, die man heute so sich vorstellt. Ich bin halt so ganz artig auf Bundesagentur für Arbeit, damals Arbeitsamt gelaufen und habe gesagt, ja, ich brauche jetzt eine Lehrstelle, ich habe genug von der Schule, ich möchte jetzt was lernen. Und da haben die mir so ein paar Kärtchen mitgegeben von Firmen, die Azubis suchen oder damals noch Lehrlinge suchen. Und dann habe ich mir so zwei angeschaut und habe gedacht, oh, da gehe ich jetzt mal hin. Bin da hingelaufen und dann haben die gleich gesagt, jawohl, sie können ja bei uns anfangen. Und damals gab es viele Mädels in dem Beruf, den du gelernt hast, was war das große da waren wir schon 50-50, da waren auch sehr viele Jungs auch. Jungs und Mädels, das war schon 50-50 damals. Ja. Und dann nochmal zu erzählen, wie kam es dann, ich glaube auf einem Lehrgang hast du deinen damaligen Mann kennengelernt. Nein, mein Mann war dann auch in der Firma beschäftigt und wir hatten dann, da ich dann in der Personalabteilung war und er Verwaltungsleiter, da hatten wir dann schon Berührungen. Am Anfang keine so angenehme, das war also nicht so, dass das die Liebe auf den ersten Blick war. Habt euch eher so ein bisschen gerieben am Anfang und dann gab es ein Firmenfest, habt euch dann näher kennengelernt. Ja, das war ähnlich, wir haben dann beruflich sehr viel miteinander zu tun gehabt und sind sehr viel unterwegs gewesen, sowas. Und das war damals noch, wart ihr beide angestellt bei einer Firma und dann habt ihr euch überlegt, ihr macht das jetzt selber. Ja, und irgendwann ging immer darum, dann die Erweiterung nochmal 5-Jahres-Vertrag machen oder nicht. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir uns selbstständig. Wir wollten einfach mal klein und fein bleiben, also immer wir waren Start-ups. Ja, wir waren in der Kellerwohnung. Wie hieß das damals? Was hieß denn die Start-up? Ne? Nee, das war wie Microsoft, die war in der Garage, wir waren in der Kellerwohnung. Und da haben wir halt angefangen und haben uns immer, da haben wir gesagt, komm, die nächste Nummer, komm, wir drehen. Wir da in die Augen geschaut, nochmal eine Nummer, jawohl, wir drehen. Und dann irgendwann haben wir dann gesagt, jetzt müssen wir eine ganz große Nummer drehen, was tun wir? Und dann haben wir neue Räumlichkeiten gesucht und dann sind wir hierher gekommen. Das war 1995 im September. Das war hier schon, die Räumlichkeiten, die wir jetzt haben? Ja, und da war alles draußen bunt. Die Ahorns waren alle bunt und es hat mir so gut gefallen und das Laub lag auf dem Boden und da habe ich immer gedacht, oh toll,
Das ist eine schöne Gegend. Alles war still. Da vorne war noch die Zugangskontrolle. Da war's, die Kanadier waren ja gerade weg. Mhm. Und da war noch die Schranke und so. Das war echt irgendwie so mystisch. Und dann sind wir hergezogen. Hab gedacht, wenn das Geschäft nicht läuft, wenigstens das Laub ist schön. Ja, ja. Wenigstens was genau, für die Seele. Genau, ich brauche eine schöne Umgebung. Ich kann da nicht in so ein Ding schauen. Also das hat mir sehr gut gefallen hier. Ihr habt damals angefangen, euch selbstständig zu machen mit Spezialsoftware. Mal ganz kurz erzählen, was stellt jetzt Schremp eigentlich her? Wenn ich jetzt ein Rotwert über meinen Laptop kippe, bin ich hier falsch, ne? Ja, das bist du total falsch. Wir machen eigentlich Software für Fertigungsbetriebe, für Anlage und Maschinenbau. Also mit unserer Software kannst du vom Vertrieb anfangen, über Angebote machen, Aufträge erstellen, Materialanforderungen stellen, Fertigungszeiten erstellen. Bis zum Service, Aufbau, Montage. Also damit, komplett, dass der Laden, also du musst eigentlich Produktion läuft. Zieh mal SAP an, was die tun. Wir machen das nur für die Nische. Und das, und besser. Und das ziemlich erfolgreich. Ja. Ist ja auch sukzessiv gewachsen, die Firma. Von ursprünglich, wir machen noch ein bisschen was, dann nehmen noch ein paar Mitarbeiter dazu. Ja, wir sind mit 9 Mitarbeitern hierher gekommen, 95, jetzt sind wir 85. Und die Firmen, die in den Nachbargebäuden drin waren, die habt ihr nach und nach dann quasi übernommen, also die Räumlichkeiten, oder? Weil das haben wir gleich, wir haben geteilt gehabt und dann haben wir dann die Option bekommen, dass wir uns erweitern können und irgendwann haben wir es dann dazu gekauft. Da steckt ganz, ganz viel Power dahinter, zumal man sagen muss, ja, vor fast genau 10 Jahren hast du deinen Mann verloren beim tragischen Unfall und dann stand die Firma jetzt erstmal ohne Chef da. Es war so, ich war schon immer in der Firma mit tätig, also es war kein fremdes Metier, aber es war natürlich für mich einfacher, weil mein Mann war ja da und es war eigentlich die letzte Instanz, ich musste ja die Entscheidungen nicht allein treffen. War das so klassisch eigentlich, wie man das dann oft bei den Handwerkerbetrieben auch, wo der Mann zwar nach draußen irgendwie tätig ist, aber so relativ die finanzielle Macht und sowas hat die Frau immer schon im Hintergrund, das war bei euch nicht so. Ganz klassisch war das nicht, wir hatten ja unsere Gebiete schon geteilt, sonst ging das nicht, also wir waren zwei Alpha-Tiere und es wäre nie gegangen. Da muss man dann schon teilen. Aber es war für mich halt dann, ich hatte ja keinen Partner mehr, keinen Ansprechpartner. Aber es war nie eine Sekunde eine Überlegung, dass ich nicht weitermache. Nie. Es war am Samstag, ich bin am Montagmorgen hierher, da war die ganze Mannschaft versammelt. Und da bin ich vor die Mannschaft gestanden und habe gesagt, Jungs, Mädchen, wir machen weiter. Und es war einfach so der Spirit, der ist so irgendwie dann so rübergekommen. Ich bin jetzt nicht esoterisch, ja, trotzdem, das war für mich so ein Gefühl, da sind wir das erste Mal so meine Haare, so die Handhaare gestanden und so kribbelt bekommen, weil ich gedacht habe, dieses warme Gefühl von unten. Ja, genau, das warme Gefühl so. Und alle haben mich angeschaut, wir haben uns in die Hand genommen, alle, und das war einfach gut und das von dem lebe ich heute noch einfach. Einfach von diesem Moment zu merken, du hast hier einen Laden. Ja. Da war es und alle waren froh, jawohl, es geht weiter und wir stehen dahinter. Und diese Power bringst du eigentlich immer schon mit. Und wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, wir haben auch gerade ein bisschen drüber gesprochen, da zieht sich das ja schon wie so ein roter Faden durch. Du bist jemand, der weiß, was er will. Und ich denke mal, das kommt auch aus einer Zeit noch, wo das damals, sag ich mal, für Frauen im Beruf schon deutlich schwieriger war. Ja, das war ganz schwierig. Also ich habe eigentlich ein richtiges Erlebnis als Kind gehabt. Ich komme eigentlich aus der Landwirtschaft, ja, aus klassisch Dorf, mein Vater Landwirt, noch 4 Geschwister hinter dran, ich war die Älteste. Ich wollte dann auf die weiterführende Schule. So, ab der 4., 5. Klasse von der Volksschule auf die weiterführende Schule. Dann hat der Lehrer zu mir gesagt, ach, das brauchst du nicht, du kommst von der Landwirtschaft, du heiratest ja sowieso. Zu mir, da war ich so vielleicht 14, 15, glaube ich. Dieser alte Spruch, Schönheit vergeht, Hektar besteht. Ja, so ungefähr. Dann habe ich gedacht, das geht ja gar nicht. Ja, und dann habe ich gedacht, dem zeige ich das. Und da war ich noch 2 Jahre auf der Schule und habe dann einen jungen Lehrer bekommen und der hat mich gefördert und bin dann in die 7. Klasse runter aufs Gymnasium. Und deine Eltern haben dich damals unterstützt, indem du das machen wolltest? Ja, aber die sind gegen die Lehrerschaft damals nicht angekommen. Du musst überlegen, Dorfleben. Da bist du durchs Dorf gelaufen und ist der Pfarrer dir entgegengekommen. Dann hast du noch nichts gemacht und hast gesagt, grüß Gott, Herr Hochwürden. Das wird ja heute denkt jeder, die Hände sind ihm alle. Heute holen sie sich ab. Passiert. Ja, und das war so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich für mich gesagt habe, ich kann's und ich mach's. Aber es gab doch danach bestimmt immer wieder Situationen, wo du dich erneut nochmal beweisen musstest, oder? Immer. Und da das war immer so mein Spruch. Wenn ich gemerkt habe, ich kann es, dann habe ich es auch getan. Es gab auch Situationen, wo ich für mich gedacht habe, nee, das ist eine Nummer zu groß, das machst du jetzt nicht, dann habe ich es nicht getan. Aber wenn mein Bauchgefühl mir gesagt hat, das ist richtig, geh den Weg, dann bin ich ihn gegangen. Würdest du als ersten Tipp in diesem Podcast auch sagen, wenn der Bauch Ja sagt, ist es super, dann mach's. Ja, mach's einfach.
Und Bauch soll eigentlich immer das Hirn überstimmen. Natürlich hast du Verstand dabei, ja. Ja. Ohne Verstand funktioniert dein Bauch auch nicht. Aber nur ein Verstandsmensch oder so ein Faktenmensch, das bin ich nicht. Jetzt nochmal kurz ins Hier und Jetzt, in die aktuelle Zeit. Du hast jetzt nicht nur deinen Job hier als Chefin von der Schremp EDV, du machst auch viele andere Jobs oder Posten, Positionen, die du bekleidest, weil du die gerne machst. Ja. Weil dein Tag auch 48 Stunden hat, glaube ich. Nein, du also nutzt auch noch 24. Also, ja. Ja. Du bist Vizepräsidentin bei der IHK Südlicher Oberrhein, bist bei der WHO. Relativ in einem ausladenden Segment tätig. Ja, Vorstandsvorsitzende vom Wirtschaftsbeirat. So, und das wohlgesagt nicht, weil du eine Frau bist und nicht, weil die eine Frau gesucht haben, nee, sondern weil die sagen, wir wollen dich, oder? Ja, genau, die haben gesagt, man möchte dich. Was hat sich denn in den letzten Jahren, seitdem du deine Ausbildung angefangen hast, also seitdem du gesagt hast zu deinem Lehrer, dir zeige ich es, ich mache meinen Weg. Du hast doch heute immer noch ganz viele von diesen alten weißen Männern um dich rum, oder ja, ist das anders geworden? Die wären immer weniger. Aber es trotzdem, ich finde manchmal, das auch im, ich möchte jetzt gar nicht die Männer angreifen. Das ist eine Rolle, das ist ein Rollenbild, das existiert heute noch. Ich habe vorhin mal im Gespräch gesagt, ich habe dieses Jahr das erste Mal haben wir 9 Mädchen gehabt beim Girls Day für unseren Beruf. 9. Das war das erste Mal, seit ich Girls Day hier mache. Ich mache das seit 2000. Seit es den gibt, glaube ich. Ja. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Sonst war immer, Girls Day war gar niemand da. Ich hatte mal einen Vortrag bei der Bundesagentur für Arbeit. Vor mir hat eine über Friseurinnen gesprochen. 60 Mädels da drin. Dann bin ich gekommen und habe über den IT-Beruf gesprochen. Die sind von dannen gerannt. Ich habe gedacht, ich habe die Krätze. Zum Schluss waren nur noch 8 da drin gesessen, weil es keinen interessiert hat. Friseurinnenberuf, ja? Mhm. Da muss ich doch nicht in einem Vortrag sitzen. Ich weiß ja, was die tut. Woran liegt das jetzt gerade bei deiner Branche, dass da immer noch der Zuspruch so wenig ist? Erstmal Glückwunsch zu den neuen Mädels, die hier beim Girls Day dabei waren. Ich weiß nicht, das ist ja immer noch das Rollenverhalten. Die Erziehung, jetzt kommt die Generation, wo die Kinder ganz anders erzieht. Ja? Die vorhergehende, die waren ja noch, da sind die Eltern noch ganz klassisch erzogen worden. Also die Eltern haben die klassische Erziehung, die können gleich wegstecken. Jetzt, das verwässert sich jetzt immer mehr und jetzt kommen diese dynamischen jungen Eltern, wo der Papa zu Elternzeit macht, wo zu Hause bleibt. Das gab es ja früher überhaupt nicht, ja. Und, aber zwischenzeitlich, unsere ganzen Jungs nehmen, wenn die Papas werden, nehmen die ihre Elternzeit, kümmern sich um ihre Kinder und das ist jetzt ganz einfach, das Rollenverhalten wird jetzt ganz anders vorgelebt. Machen wir gleich mal ein Werbefenster auf für den Beruf einer ITlerin. Ist jetzt auch so Thema wie Kind und Familie nebenbei und sowas eigentlich leichter vereinbar als vielleicht mit einem normalen 9-to-5-Job? Also ich persönlich finde, das ist eine wahnsinnige Erleichterung, weil IT kann man vollkommen, also den Beruf jetzt hier, kann man vollkommen im Homeoffice durchziehen. Und man kann zum Beispiel, ich habe ja hier auch 2 Mamas oder 3, denen, wenn die dann einsteigen möchte oder ihr Beruf nicht ganz hintendran stecken möchte, können die dann kommen, die und sagen sie, kann ich noch was tun, stundenweise oder so. Und dann sage ich, okay, gehen wir denn in Projekte, die nicht zeitkritisch sind. Da kommt so 14 Tage dann nicht drauf an. Die können das dann tun, wenn das Kind schläft oder wenn der Mann zu Hause ist oder sonst irgendwas. Und sie bleiben im Beruf aber drin. Und jetzt kannst du ja als Verkäuferin oder wenn du präsent sein muss, geht ja gar nicht. Oder als besagte Friseurin geht auch ja, nicht. Ne? Nee. Genau. Aber in diesem Beruf geht es einfach. So dass man diese Ausbildung, die man braucht, nicht verkatzt macht und sagt, okay, ich habe jetzt 3 Jahre oder 4 Jahre ausgebildet, dann werde ich schwanger und gehe dann 3 Jahre in Mutterzeit oder Elternzeit und nach 3 Jahren weiß ich wieder nichts mehr, muss wieder von vorne anfangen. Und so kann man das eigentlich begleitend weiterführen bei dir. Trotz allem bist du jemand, der als Erfolgsfrau sagt, Frauenquote, so wie sie oftmals gefordert wird, ist jetzt eher nicht so dein Ding, also nicht die richtige Herangehensweise. Nee, ich finde, also eine Quote, das ist gar nicht gut. Das tut man sich als Frau, wir Frauen tun uns nichts Gutes dabei, wenn ich sage, ich bin über eine Quote jetzt in den Aufsichtsrat gekommen oder das. Natürlich heißt es dann jetzt heute schon mal, ja, man braucht wieder eine Frau, aber man sucht auch dann auch schon Frauen, die fachlich qualifiziert sind, um da reinzugehen. Und das ist wichtig. Ich möchte über meine fachliche Qualifizierung so Puste kriegen. Und nicht von wegen, jetzt brauchen wir wieder mal eine Frau, guck mal. Ja, nee. Und deswegen bin ich dann auch nicht still, wenn ich irgendwo sitze. Dein Rat für junge Mädels, für junge Frauen, die jetzt vor der Berufswahl stehen, was gibst du denen mit, du als Power- und Erfolgsfrau? Also sie sollen das machen, was ihnen liegt. Das ist ganz wichtig, schaue, wo liegen meine Fähigkeiten oder wo bin ich stark drin, ja?
Wo kann ich mich entwickeln? Was macht mir Freude? Es muss Freude machen. Also gequält morgens zur Arbeit zu gehen, das ist das Schlimmste, kann ich mir was gar nicht vorstellen. Ich glaube, es geht ganz vielen so. Genau, und dann sollen die Mädchen sich selber sein. Ja, sie sollen an sich glauben einfach und sich selbst weiterentwickeln. Was hat dir da in deinem Umfeld die Stärke gegeben, dass du die Firma selber großgezogen hast, dass du recht früh als Frau deinen eigenen Weg gegangen bist? Oder wo hast du deine Kraft und auch diese Widerstandsfähigkeit mitgenommen, die du gebraucht hast? Um da auch jemand zu sagen, Entschuldigung, das ist aber mein Ding. Liegst völlig falsch. Das war meine Mentalität. Ich war schon immer so. Du hast auch nicht hinterfragt, ob du jetzt Frau bist oder Mann, völlig egal. Du bist Brigitta, du bist der Typ. Ich bin Brigitta und ihr nehmt mich jetzt, wie ich bin. Und das ist eigentlich dein Erfolgsrezept. Natürlich muss man Kompromisse im Leben schließen. Ich kann nicht immer sagen, jetzt bin ich da und der Rest geht mich nichts an oder zack, zack, das macht man nicht. Nee, man macht schon Kompromisse. Wir sind ja eine Gemeinschaft und ein Team. Aber trotzdem, ich verbiege mich nicht mehr. Bevor wir zur Brigitta der Heiligen aus Oberschopfheim kommen, du hast mal einen schönen Spruch gesagt, sei du selbst und lass dich nicht verbiegen, steh zu dir und sei authentisch. Ja. Das ist so eigentlich dein Credo, dass du auch quasi den Mädels mitgeben möchtest und den Frauen generell mitgeben möchtest. Ja, weil am Anfang, als ich mal so die ersten Aufgabe bekam und so, da habe ich mir immer geguckt, wie stehen die da, wie reden die, was reden die? Und dann denke ich, ach Gott im Himmel. Mein Vortrag hört sich ja ganz anders an, das geht nicht, ich kann meinen Vortrag nicht halten. Ich bin dann gedacht, das geht gar nicht, ich bin ja total daneben und habe dann angefangen, das zu kopieren. Ja, das war noch schlimmer. Und dann habe ich angefangen, mich selbst zu sein und die Vorträge nach mir zu richten oder zu halten. Und das waren dann immer die Erfolge. Auch wenn ich da vielleicht nicht hundertprozentig klar war oder wenn ich mich verhappelt habe oder sonst irgendwas, aber authentisch, ich war ich. Das hast du bis zum heutigen Tage durchgezogen. Von einem großen Schicksalsschlag in deinem Leben haben wir gesprochen. Gab es irgendwie eine andere Stelle in deinem Lebenslauf, wo du kurz davor warst, sagen, ey, jetzt mache ich was ganz was anderes? Oder ich bin jetzt irgendwie, glaube ich, irgendwo falsch abgebogen? Nein. 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 War nicht. Immer rechtzeitig gemerkt, so, das ist die Richtung. Gut, ich habe manche Sachen überlegt, mache ich mal was anderes oder so ein Spaß, aber bin immer auf den Weg zurück. Klar, man geht ja nicht immer nur gerade. Ich gucke ja auch mal, was rechts und was links ist. Ja, meine Leitplanke gehe nicht so zack, zack. Sondern arbeite immer auf dem Weg. Der Weg der Firma ist ein guter. Damals auch dieses Händehalten hat mir sehr gut gefallen, dieses Bild, wo er sagt, komm, jetzt ist was passiert, wir machen jetzt einfach trotzdem weiter. Und die Firma ist noch weiter gewachsen und noch stärker geworden. Dann deine Posten, die du nebenbei noch machst. Es bleibt auch noch Zeit für Hobbys bei Brigitta. Ja, ich habe schöner Garten. Ein wunderschöner Garten und da habe ich einen Baum stehen, mein Lebensbaum. Was bitte ist dein Lebensbaum? Den Baum habe ich gepflanzt, als ich in dieses Haus eingezogen. Mhm. Und dieser Baum begleitet mich seither. Der ist jetzt zwischenzeitlich so. Was ist für ein Baum? Palofnia. Ein Palofnia, noch nie gehört. Ja, das ist eigentlich die Heimat, ist die Insel Grimm, Halbinsel Grimm. Und der kriegt sehr spät Blätter. Deswegen habe ich im Frühjahr meine Sonne, wo ich gern habe, auf der Terrasse. Und im Sommer, wenn es richtig ist, ist der ganz dick mit Blätter voll. So ein richtiger Baum, der mit einem spricht und dann der Freude bringt. Also wie gesagt, esoterisch bist du nicht, aber mit Bäumen sprechen, das machst du? Also ich tue das auch. Also Bäume umarmen. Also ich kann ja zum Beispiel morgen sagen, hallo Baum, ein schöner Morgen. Ja, da stehst du auch, hast eine Tasse Cappuccino in der Hand, gehst auf deine Terrasse und dann gucke ich den Baum an. Da geht die Sonne rein und dann sage ich, guten Morgen Baum, heute wird es ein schöner Tag. Wenn der Baum mal sagt, hallo Brigitta, lässt du die Tasse fallen. Dann. Du wohnst privat in Heiligenzell, darf man so sagen. Hast dich auch im Ort sehr stark engagiert. Ja, ich bin Stehe oder bist Ort. Du bist du Ortsvorsteherin, oder? Wie kam es denn dazu? Welche Stellenwert spielt Heimat für dich? Ich habe mich ja eigentlich für Politik schon immer interessiert. Dann war mein Mann ja Ortsvorsteher, dann ging das ja auch nicht bei mir. Ja? Und dann irgendwann habe ich gedacht, ach, das könnte ich jetzt mal probieren. Und habe mich 2014 dann zum ersten Mal in den Gemeinderat wählen lassen, in den Ortschaftsrat. Und 2019 die Wiederwahl und dann bin ich Ortsvorsteherin geworden. Die erste Frau überhaupt bei allen Ortsvorsteher in Friesenheim, in der Großgemeinde Friesenheim. Und das machst du jetzt schon wie lange? Das seit 19, also die 3 Jahre. Und du bist in Heiligenzell super verwurzelt. Ja. Oberschopfheim ist ja nicht so weit weg. Die heilige Brigitta, wenn ein bisschen kurz nochmal erwähnt wurde, was für eine Funktion hatte die in Oberschopfheim? Die ist die Patroziniumsdame oder die Patroziniums... Also, ich weiß nicht, wie nennt sich das genau? Die Schutzheilige. Die Schutzheilige, vielleicht. Schutzheilige genau, von die dem Schutzheilige, ja. Okay, aber inspiriert hat das deine Eltern nicht? Aber per Zufall habe ich das mitbekommen, Lustig. Das war eigentlich so. Wie lange gibt es dich in Heiligenzell schon?
Mich seit 82. Und du hast jetzt ein weiteres Hobby für dich entdeckt. Deswegen liest du im Moment Bücher über Traureden. Nicht zu verwechseln mit Trauerreden. Also die Rede, die gehalten wird, wenn jemand sich das Ja-Wort gibt. Genau. Das heißt, du bist Standesbeamtin? Ehestandesbeamtin, genau. Also ein Standesbeamter macht noch andere Sachen? Ja, Standesbeamte macht auch andere Sachen. Die machen Geburte, aber ich bin Ehestandesbeamtin, also ich darf trauen. Wie kamst du dazu? In der Zeit der Pandemie und so, da hat man ja auch so Zeit gehabt, da war man ja auch viel zu Hause. Und wir haben in Heiligenzell ein Schlösschen, ja, und das war mir einfach zu wenig im Vordergrund gestanden. Dann habe ich gedacht, was machst du mit dem Schlüssel alles? Jetzt bin ich dabei, einen Kultursommer einzurichten in Heiligenzell, dass man da so Konzerte macht. Da ist ja auch eine schöne Orgel drin vom Orgelbauer 4. Und da bin ich also gekommen, was kann man da machen? Und einer gesagt, oh, heirate wäre da auch nicht schlecht. Ich würde gerne im Schlüssel heiraten. Ging ja nicht, weil das muss ja gewidmet werden. Beamtendeutsch, gewidmet zum Standesamt. Also dann bin ich aber auf die Verwaltung zu unserem Herrn Beide, Bürgermeister, und der ist ziemlich offen bei vielen Dingen, nicht bei allen, aber bei vielen. Und dann haben wir das hingekriegt, dass ich jetzt dann meinen Kurs gemacht und jetzt bin ich dann Ehestandesbeamtin und habe jetzt dann meine erste Trauung. Und deswegen lese ich jetzt Bücher über Traureden. Also wer sich im Schlösschen von Heiligenzell trauen lassen möchte, kann sich bei mir kann über die Firma Schrempier eine offizielle Anfrage stellen. Nein, über die Ortsverwaltung. So, Ortsverwaltung Heiligenzell. Ortsverwaltung Heiligenzell, direkt bei der Ortsvorsteherin. ansonsten, hast du überhaupt noch Zeit für Urlaub? Ja, ich mache Urlaub, ich gehe nach Italien. Ich reise jetzt nochmal, jetzt gehen wir vielleicht nach Brasilien, und ich habe Freunde, ich habe sehr ein großer Freundeskreis, den pflege ich auch sehr intensiv am Wochenende. Bist du dann auch ich koch gern Gastgeber, dann, kochst auch noch gerne? Ja, ich koche dann für die ganze Meute. Okay, das machst du auch noch? Ja. Mit allem drum und dran. Mhm. Wie kriegst du das in deinem Kopf so organisiert, dass du zum Schluss, du hast ja auch bloß 24 Stunden pro Tag, dass das alles irgendwie hinhaut? Nicht, du schläfst bloß 3 Stunden? Nee, aber ich schlafe 8 Stunden schlafe ich nicht. Ich schlafe 6 bis 7 Stunden, mehr nicht. Das ich habe noch dann. Nie mehr braucht, ja. Auch am Wochenende nicht mal mittags sich auf die... Am Wochenende denke ich, ja, kann ich ausschlafen und dann bin ich um 8 halt doch wieder wach. Da sagst du, hallo Baum, ich bleib draußen. Ja. Okay. Also 6, 7 Stunden Schlaf und den Rest optimal nutzen. Und so dein Geheimnis für dein Leben und für deine Fröhlichkeit, die du durchgehend eigentlich behalten hast, ist eigentlich welche in einem Wort zusammengefasst? Einfach sei optimistisch, ja. Mein Glas ist immer halb voll, es ist nie halb leer. Und wenn es auch blöd ist und eine blöde Situation oder manchmal komme ich am Morgen sehr, sage ich, das ist wieder ein blöder Tag. Das andere Wort sage ich jetzt ja nicht. Es ist wieder ein blöder Tag. Aber trotzdem, da gehe ich hoch und denke, nee, komm, mach's Beste draus. Nach Udo Jürgens gesprochen und immer wieder geht die Sonne auf, ja. Oder? Ist das so? Ja, es ist so. Und das ist geschlechterunabhängig. Markus, ich denke für mich, ja, warum soll ich jetzt schlecht gelaunt sein? Das geht doch an mir runter, ja, und die anderen lachen sich aus und denken, die ist schlecht laut, geht's dir aber schlecht? Nee, denke ich, das brauche ich nicht. Mir geht's gut. Und wenn es dir mal weniger gut geht, dann... Ja gut, ich kann auch mal sagen, heute ist unbedingt nicht mein Tag. Ja. Ich muss es ja nicht verstecken, das mache ich dann schon. Sage ich, heute ist nicht mein Tag oder so ein Spaß, aber irgendwann vergesse ich das, dass es nicht mein Tag ist und dann ist es doch mein Tag. Egal ob Männchen oder Weibchen, einfach seinen Weg gehen und seinen Willen behalten, seinen Optimismus behalten, dann kann eigentlich im Leben nichts anbrennen. Nee, eigentlich nicht. Natürlich gibt es Schicksalsschläge, aber trotzdem, man muss dann immer an sich selber glauben und versuchen, sich dann auch selber hochzuziehen. Ja, nicht immer auf andere warten, sondern sich selber hochzuziehen. Oder bei der Volksbank klar anrufen und genau. Den Kreditrahmen erhöhen. Genau. Das Zusammenspiel zwischen deiner Firma und der Volksbank klar, noch kurz? Ja, ich habe Geschäftskunde dort und ich war ja im Aufsichtsrat von der Volksbank. Es gibt eine großartige Frau, die hast du so ein bisschen als Vorbild. Angela Merkel? Du meinst die Angela Merkel, die habe ich als Vorbild, weil ich bin sehr impulsiv, ja. Und wenn wir manchmal Besprechungen habe oder so, oder ich bin auch in Sitzungen, dann kann ich manches Mal explodieren. Immer noch. Ich habe zwar viel an mir gearbeitet, aber da denke ich mal... Da gehst du hoch? Ja, dann sage ich, jetzt rollst du mir die Zehennägel auf oder sonst was. Also kann ich auch schon mal so richtig... Und dann denke ich, und wenn ich die Merkel gesehen habe, was man mit der gemacht hat und wie man die angegriffen hat und die war immer so glatt, ja, die ist alles an ihr abgeperlt, dann denke ich, so möchte ich auch mal sein. Ohne, dass ich dann keine Gefühlsregungen nach außen gebe, ja, sondern das Pokerface mache wie sie. Das kann ich nicht. Kannst du die Raute? Bei mir sieht man gleich, jetzt geht sie gleich durch die Ecke. Kannst du die Raute, üb die mal. Ja. Vielleicht wird das. Ja. Zu mir sagen sie als immer die Jungs, ich bin dann meistens die einzige Frau in den Besprechungen, sagen sie immer, bei dir sieht man es gleich. Wenn du dann so anfängst, dann sieht man das gleich, dass du gleich durch den Deckel gehst. Wenn die Augen groß werden, ja. Okay.
Also Angela Merkel, dein Vorbild. Angela Merkel war 16 Jahre Bundeskanzlerin, wenn ich mal hochrechne, du hast vor 10 Jahren die Firma übernommen. Du müsstest dann doch eigentlich bis 2028 weitermachen. Also ich mache noch ein paar Jahre. Mache ich noch weiter? Wie lange weiß ich nicht, aber ein paar Jahre mache ich. Aber 28 ist durchaus noch. Oh, ja, ja, das ist nur realistisch. Kann man Haken dran machen. Dein Vorbild Angela Merkel, 16 Jahre ist das Minimum insgesamt. Hinter uns steht hier ein Kicker. Wer kickert hier? Wir beide jetzt gleich? Um Gottes Willen, das geht nicht. Ich glaube, bei uns gibt es schon 16 Jahre oder noch 20 Jahre Kicker. Also ich bin da untalentiert, bis geht nicht. Du würdest gegen mich gewinnen. Ja, absolut. Du auch. Aber die Jungs spielen dann jeden Mittag da. Du hast viel gewonnen im Leben und du hast viel Energie in dein Leben reingegeben. Vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast für uns. Ja, selbstverständlich. Für die vielen spannenden Geschichten aus dem Leben der Brigitta, nicht Brigitte, Brigitta Schremp. Herzlichen Dank fürs Zuschalten bei Hashtag Fobertalk. Heute die Folge 32. Den Hashtag Fobertalk gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und folgt uns bitte auch bei Insta und auf Facebook. Und schaut mal bei Schremp vorbei und heiratet gefälligst mal in Heiligen Zell. Gut, danke schön. Hat mir Spaß gemacht. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten Fubatalk. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen. Ciao und bis zum nächsten Mal.